Mit dieser winzigen Einstellung kassierst du viel weniger Gegentore in FIFA 23. Ihr kennt es alle, in FIFA 23 fallen wieder richtig viele Tore. Der Großteil davon über Konter und über Steilpässe. Wenn ihr in eure individuellen Taktiken geht, dann springt ihr einmal rüber zu euren Anweisungen. Und zwar gebt ihr dem Torwart Torwart-Libero. Dadurch wird euer Torwart richtig oft, wenn euer Gegner einen Steilpass durchspielt, automatisch rauslaufen und den Ball im besten Fall wegschlagen. Ich spiele aus diesem Grund dieses Jahr richtig gerne Torhüter wie Bartland oder Ederson, die also einen richtig guten Tempowert hat. Kleiner Pro-Tipp noch am Rande, wenn ihr Dreieck gedrückt hattet, um den Torwart rauszuholen, dann zieht es auch wirklich durch und lasst die Dreieck-Taste nicht kurz vor Schluss los, weil dann machen die Torhüter richtig oft dumme Fehler. Aufgepasst, Freunde, wenn du willst, dass ich dein Team bewerte, dann schick mir jetzt bei Insta ein Bild von deinem Team, lass dort einen Follow da und vielleicht bist du im nächsten Video dabei.